Kowalski. Hier ist jetzt ein neues Spiel am Laufen. Das nennt sich Heavy Cargo Truck Simulator von Aerosoft. Und das Scheiße ist laut in meiner Ohrmuschel. Ich wurde von Aerosoft gefragt, ob ich das Spiel für euch hier einmal testen darf, möchte, wie auch immer. Das Ganze kommt oder kam jetzt für die Leute auf YouTube am 9.10. raus. Und wir gucken da jetzt tatsächlich einmal rein. Ich bin ja ein Autobahn-Konnoisseur schlechthin, das wissen wir ja schon. Und wir müssen jetzt mit diesem Geschoss einmal über die Autobahn pilzen. Wir starten ein neues Spiel und nehmen natürlich Horst. Der heißt einfach schon, bei Default heißt einfach schon Horst. Wir nennen ihn, glaube ich, Uwe. Und ich bin der Uwe, bin auch dabei. Hey Neuling, freut mich, dass du es aufs Gelände geschafft hast. Junge, ich habe einen richtigen geilen Entenarsch. Und laufen kann ich... Oh, Alter, Junge, ich bin ein richtiger Uwe. Ich bin aber auch ein Zwerg, Alter. Ich bin einfach nur 2 Zentimeter groß. Ja, Mann. Achso, Kuh ist Mutterstand. Jo. Was hat das Ding denn auf der Lunte hier? Ein schöner V8 ist da drin. So, Handbremse lösen. Oh, geht direkt los. Ich kann nicht blinken? Ah! Ich kann rausgucken! Ich bin einfach glücklich. Ah, haben wir. Alles gut. Alles gut. Das sind deutsche 70, die wir hier fahren. Und jetzt ist freigegeben und jetzt ist Vollgas. Hey, Neuling. Noch unterwegs? Ja. Wir haben vergessen, ein Foto von den Leitplanken zu machen. Mach doch bitte eins für uns. Also jetzt rüber. Ja, komm. Ja. Fotos aufnehmen. Ja. Unser Fahrer ist ausgefallen. Du musst für ihn einspringen. Ja. Also spring in die Zugmaschine und rette uns den Tag. Natürlich. Boah, das ist aber auch ein Geschoss. Alter Dicker. Warte, die Leitplanken versperren den Weg. Lass mich sie entfernen. Ach, ich bin jetzt... Ach so, ich bin jetzt hier... ich bin jetzt hier die Dame. Und jetzt... Hoppala. Easy. So, gute Vorbereitungsaufgabe abgeschlossen. Gute Arbeit. Na, danke, gerne. Ja. Ja. Nee. Ja. Ah, ja, das läuft. Warte mal hier, dicke Geschoss hier einfach mal reinbremsen hier in die Spalte. Sehr gut. Ab in den Korn, du. Oh. Ach so. Da haben wir ihn. Oh, scheiße. Irgendwie habe ich da mitgenommen. Wunderbar. Ja. Das war's. Da die Tinte auf deinem Arbeitsvertrag bereits getrocknet ist, wird es Zeit, dass du nun selbst ein paar Aufträge annimmst. Bin ein Hase. So, jetzt müssen wir scharf rechts. Oh, shit. Ich wollte hier so driften, aber driften wollte er nicht. Die Handbremse auch recht laut, muss ich sagen. Alter, wir sind im Pezen. Wir haben es so eilig. Oh, shit. Alles noch im grünen Bereich. Ja, entspann dich. 42 km/h innerorts. Da geht noch mehr. Ah, Vorsicht! Wo ist der hin? Dass die Leute auch keine Rücksicht auf mich nehmen. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, ach Mensch. Ach, hier ein schönes Boot. Das verräumen wir jetzt erstmal schön. Oh, warte mal, da kommt ein Dicker. Ah! Ich fahre doch jetzt hier nicht 50 in der Stadt. Wo sind wir denn hier? Kommen wir ja nie an. Oh, shit. Sorry, man nennt mich auch Killerkalle. Ole, ole, ole. Scheiße. Raus hier. Wir haben nicht geblunken. Egal. Wir müssen uns ja ein bisschen beeilen, deswegen halten wir die Geschwindigkeit und fahren über die Bande. In die Kurve. Das klappt sicherlich. Es hat nicht geklappt. Aber er ist auch ganz entspannt, muss ich sagen. Alles gut. Neue Fluppen kaufen. Oh, shit! Jetzt haben wir den Salat. Geht's dem Kollegen drüben gut? Hallo? Hallo? Ich wollte mich erkundigen. Haben wir gleich? Ja. Wie ist das? Das ist physikalisch gar nicht möglich. Wie bin ich hier reingeraten? So. Jetzt haben wir ihn rausgehievt. Hey. Locker bleiben. Auch wenn World Shipping draufsteht, ich ship mich erstmal vor dich. Entspanntes Überholmanöver. Hallo? Und ausweichen. Ausweichen! Oh! Azuda! Ganze Tagzeit hier. Ich durfte maximal 20 Minuten brauchen. Wir haben es auf jeden Fall zeitlich gut geschafft. Ladung beschädigt 97%. Mhm. Sachschaden an Hindernissen 4 von 5. Fahrstil 55%. Tatü, tata, tatü. Tata. Ich muss ja sagen, ich hätte immer gerne einen Job gehabt, wo man viel durch die Gegend fährt. Also würde ich jetzt nicht den ganzen Tag sitzen und Computerspiele für euch spielen, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich irgendwie
ein Fahrer sein für irgendwas. Entweder sowas oder ein Taxi. Gott sei Dank machst du das hier. Ey, was soll das denn? Jetzt habe ich wegen dir einen Unfall gebaut. Bergelshain, Welzloh und Stittheim. Das sind doch keine echten Orte, oder? Haben die sich da ausgedacht, haben die sich das... La, 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 la. La, 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 la. Miku. Alter, das ist aber geil, wenn man hier so... Liebe ich ja, wenn man so schön an den Leuten vorbeizieht. Ich muss hier raus. Ich muss raus! Scheiße! Ich bin zu weit gefahren. Oh, nee, ne? Immerhin setze ich den Blinker. Sicherheit geht vor. Alles entspannt. Viele Leute, die sowas unironisch in Real Life machen. Also, jetzt mal Real Talk. Ich bin, glaube ich, ein richtig guter Autofahrer. Neun Stück. Neun Stück. Neun Stück. Neun Stück. Ja. Was habe ich denn hier noch? Sprühdose? Ich habe früher schon Züge gemalt, aber heute mache ich nur Leitplanken. Das ist der Heavy Cargo Truck. Oh shit. Hey, verpiss dich! Ich muss hier arbeiten! Ich muss hier einen vermessen! Oh, das ist ganz schön laut. Schön einen vermessen. Alter, wir können hier so richtig schön noch in eine andere Stadt auch und so, ne? Gibt es hier noch so eine richtige Langstrecke, die wir noch mitnehmen können? Weil das pisst hier aus allen Löchern. Junge, als ob ihr hier draußen an der Bockwurstbude sitzt. Das glaube ich jetzt nicht. Als ob ihr hier so sitzt. Alter, best Döner. Wie heißt das bei euch oben rechts? Bei mir heißt das Rollo. Ah, nee, warte mal. Das ist ein Lamacun, ne? Eine türkische Pizza. Bei euch heißt das wahrscheinlich Dürüm. Und bei mir heißt das immer Rollo. Ach du Schande, du. Kann ich noch schneller machen? Wieso bremst du? Junge, das ist lebensgefährlich, wie du fährst. Wer bremst, verliert. Oh, shit! Wir Trucker, wir müssen zusammenhalten. Die ganzen Leute, die immer nur konsumieren und konsumieren, die können uns Trucker gar nicht richtig appreciaten. Die wissen gar nicht, was wir alles leisten hier in dieser Welt. Es kotzt mich an. Ich sehe meine Frau nicht, die ich nicht habe. Ich sehe meine Kinder nicht, die ich nicht habe. Und ich sehe niemanden. Und das kotzt mich an. Ich bin ein armer Trucker. Ole. Coole Kamerafahrt. Oh, shit. Der Freizeitpark Age of Dinos bekommt eine neue Klimaanlage und du wirst sie anliefern. Kannst du mich vielleicht fragen, ob ich das machen will? Wieso bestimmst du das einfach, du olle Zebbe? Ich bin's wohl. Hallo. Ich hab hier Schwertransport, Klimaanlage für den Dino-Park. So ein Pissewetter hier, hör mal. Hallo! Junge, was macht der denn hier? Junge, du musst doch mal aufpassen, wo du hinfährst. Ach du Schande. Ach du Schande. Ach du Schande, was passiert da hinten denn? Was ist mit dem LKW los? Ich lass ihn jetzt auch zurück. So. Ach du grüne Neune, das ist ja wieder hier. Oh nee. Ey, der Gelbe ist wieder da. Moin! Der hat mich gefreut. Oh Scheiße, das ist grün. Ich konnte auf der rechten Spur einfach über grün fahren und trotzdem links abbinken. Das ist Five-Head, Junge. Heute werden die Fetten gefickt, ich hab'n Kramboy. Kennt ihr den? Junge, irgendwie muss ich mich gerade an den erinnern. So. Ach, schön. 8 von 8 Sachtschaden. 12 von 15 Geschwindigkeitsbegrenzung. Rote Ampeln 4 von 7. Fahrstil 44%. Aber wieder ein Stern. Frisch verkabelt machen wir noch. Und dann ist Schluss. Aber so Wetter und Straße, finde ich, sieht schon cool aus. Also, und die Autos fahren sich auch ganz gut. Pausen nicht vergessen. Ja, ist unsere letzte Tour. Das Fahrfeeling ist schon nice. Hoppala. Shit. Sorry. Das Kraftwerk westlich von Welzloh soll modernisiert und erweitert werden. Ja. Dazu sind auch umfangreiche Kabelsanierungen vorgesehen. Da die Kabeltrommeln deutlich größer sind als die üblichen aus dem häuslichen Umfeld, kommst du ins Spiel. Sei vorsichtig in der Nähe von Ampelanlagen. Okay, bin vorsichtig. Ach, jetzt pisst das wieder und es ist dunkel. Aber dann machen wir mal eine Nachtfahrt. Wie machen wir eigentlich Licht an hier in dem Bums? Lichthupe? Jetzt haben wir auch Licht an. Sehr gut. Jetzt machen wir mal wirklich eine anständige Tour. 5,1 Kilometer haben wir uns noch vor uns. Oh, nee, ey. Nur weil die so lahmarschig fahren, hab ich jetzt hier wieder einen roten Karton vor der Augen oder was? Das kotzt mich an, Alter. Hier sind auch alle 2 Meter eine rote Ampel. Emma, geh zurück jetzt in deine Mutter. Geh mir doch nicht auf den Sack mit Bussimulator jetzt schon wieder. Ich fahr doch hier schon. Jetzt nerv doch nicht. Geh zu jetzt. Junge! Ich
krieg den Arsch nicht voll, ey. Dann steht der hier, guck mal. So kann die Ampel gar nicht reagieren. Du stehst viel zu weit hinten. Du fährst kein LKW. Fahren 5 Meter vor, dann erkennt die Ampel auch, dass er mal drüber will, immer. Auch diese Innerortskacke hier. Können wir mal jetzt hier raus aus dem Puff, oder was? Abends um 22 Uhr, jede Kackampel ist rot und dann stehen die mit dem PKW hier vor mir wieder. Ich will nach Hause. So, und jetzt ist freigegeben. Immerhin auf 70. Pisse im Arsch. Hier ist freigegeben. Ich kann hier fahren, wie ich will. Über 7,5 Tonnen ist außer Ort 60, aber nicht in meiner Welt. Wenn da steht freigegeben, dann ist egal, ob ich mit einem Düsenjet fahre, mit einem Panzer oder mit einem Dreirad. Und wenn ich mit einem Bobbycar fahre, ich darf so schnell fahren, wie ich will. Das sind deutsche Straßengesetze. Verstehst du das? Na Scheiße, hier. Gut. Bin gespannt, was ich für eine Bewertung bekomme hier. So. Hä? Aber immerhin 2 Sterne. Das ist das Top-Ergebnis des Tages. Mehr geht nicht. In dem Sinne, arrivederci. Schaut auf YouTube gerne in die Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und adieu.